Sanjeevi gehört zu einem Volk indischer Ureinwohner, den Irula. Als Jäger und Sammler lebten sie seit Menschengedenken in den Wäldern Südostindiens. Bis ein Gesetz Sanjeevi und ihr Volk zwang, den Wald, ihre Heimat, zu verlassen. Ihre Traditionen, ihr Glaube an eine große Muttergöttin, das Wissen über Pflanzen und Bäume droht in Vergessenheit zu geraten. Kann Sanjeevis geheimnisvolle Welt auch in Zukunft bestehen? Sanjeevi malt ein Kolam vor ihre Haustür. Wie alle Irula trägt sie nur einen Vornamen. Das Ornament aus Reispuder soll ihre Familie schützen. Ein hinduistischer Brauch. Doch das Dorf Kolamedu ist kein Hindu-Dorf. Hier leben Irula, Ureinwohner. Es liegt rund 60 Kilometer entfernt von Chennai, der Hauptstadt Tamil Nadus in Südostindien. Der Nembaum ist in Irula heilig. Sanjeevi und ihre Freundin Singari ehren ihn mit einem Opferritual. Die Frauen verwenden dafür rote und gelbe Pasten. Die leuchtenden Farben sollen die im Baum wohnende Muttergöttin Kaniyamal erfreuen. Sie symbolisieren das Leben und sind Teil jeder religiösen Zeremonie. Der Nembaum ist für uns göttlich. Er kann Leben retten. Wenn die Kinder Angst vor bösen Geistern haben, benutzen wir die Blätter, um sie davon zu jagen. Wenn jemand Fieber mit Schüttelfrost hat, dann mischen wir die Rinde des Baumes mit anderen Heilkräutern, um Räucherwerk daraus zu machen. Wenn die Kranken den Rauch einatmen, dann werden sie geheilt. Das Wichtigste aber ist, dass der Nembaum unsere Mutter, Kaniyamal, ist. Manchmal spricht Kaniyamal direkt zu den Gläubigen. Das Ritual hat Sanjeevi in religiöse Ekstase versetzt, in eine Trance. Kaniyamal ergreift Besitz von ihr, wie die Irula sagen. Die Göttin spricht zunächst recht ungehalten aus Sanjeevi. Sie will wissen, warum deren Freundin Singari sie gerufen hat. Die junge Frau klagt über große Probleme mit ihrem schwerkranken Kind. Kaniyamal verspricht Trost und Hilfe. Als Sanjeevi nach wenigen Minuten zu sich kommt, kann sie sich an nichts mehr erinnern. Die 32-Jährige wird regelmäßig von Kaniyamal ergriffen. Mit ihren Eltern, ihrem Mann Selvam und ihren Kindern lebt sie in Kolamedu. Ihr Vater, Vadivel, ist das religiöse Oberhaupt des Dorfes.
Bei uns ist das so. Egal welches Geschlecht, es ist ein Kind. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, es ist uns von ganzem Herzen willkommen. Wir helfen ihnen aufzuwachsen. Später liegt es dann an ihnen, ob sie reich oder arm werden. Aber es ist unsere Verantwortung, sie gut zu versorgen und ihnen Erziehung zu geben. Trotz arrangierter Heirat. Selvam trägt den Namen seiner Frau Sanjivi sogar als Tattoo über seinem Herzen. Sanjivi erlebte ihre erste Trance mit etwa 14 Jahren auf dem großen Jahresfest im August, das auch jetzt kurz bevorsteht. Ich fühlte mich plötzlich schwach und auf einmal bespritzten mich die Leute mit Wasser und ich kam zu mir. Und die Leute sagten, jetzt wäre es passiert. Damals hatte ich noch sehr große Angst davor. Was war mit mir passiert? Warum war es mir passiert? Aber alle haben mich getröstet. Inzwischen ist das ganz normal für mich. Früher lebten die Irula von der Jagd. Weil sie im Wald von einer unberechenbaren Natur abhängig waren, gaben die Irula ihr eine Gestalt. Die Natur wurde zu ihrer Mutter, Kanyamal. Die Gruppe verfolgt eine Hamsterratte. Großwild gibt es in Tamil Nadu nicht. Schon immer ernährten sich die Irula von Schlangen, Fröschen und allem, was sich mit einfachen Mitteln erlegen ließ. Die Bauern der umliegenden Dörfer erlauben ihnen die Jagd auf die Ratten, denn die Nager fressen die Ernte weg. Für die Irula sind die Hamsterratten eine Delikatesse. Früher haben wir die Hamsterratten gejagt und auch den Reis gegessen, den die Ratten gesammelt haben. Im Moment ist keine Erntezeit, das geht jetzt nicht. Wir sammeln aber immer noch die Ratten, weil wir den Geschmack mögen. Allerdings achten wir darauf, dass wir nur männliche Ratten fangen. Wir nehmen nicht die Weibchen, weil die jetzt Junge haben. Jetzt im August ist es trocken und die Irula werden Kanyamal beim großen Fest um Regen bitten müssen. Sogar die Erdkrabben haben sich besonders tief in ihre Höhlen vergraben. Sanjivis Leute haben ein Kaninchen entdeckt. Um es zu fangen, verwenden die Irula einfache Netze. Die werden rings um den Bau aufgestellt. Dann versuchen alle, das Tier aus der Deckung zu treiben. Das Leben der Irula unterscheidet sich von der Hindu-Gesellschaft ringsum. Die Ureinwohner kennen kein Kastenwesen und kaum Hierarchien. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Damit stehen sie in der indischen Gesellschaft außerhalb jeder Norm. Irula. Das bedeutet die im Dunkeln. Vor rund 40 Jahren vertrieb die indische Regierung sie aus ihrer Heimat, den Wäldern. In Dörfern mussten die Jäger und Sammler sesshaft werden. Da die Ureinwohner seither auf Geld angewiesen sind, schlagen sie sich häufig mehr schlecht als recht als Tagelöhner durch. Landwirtschaft betreiben sie bis heute nicht, mit Ausnahme von kleinen Hausgärten. Schon in der nahegelegenen Provinzstadt Shingleput unterscheidet sich der Alltag deutlich vom einfachen Leben der Irula. Aber wie lange noch? Die Hindu-Priester der Umgebung haben bereits versucht, in Kolamedu an Einfluss zu gewinnen. Das weiße Gebäude im Hintergrund soll ein Steintempel werden. Bisher wurde die Muttergöttin in einer Hütte aus Blättern gebaut.
in Gestalt von Nehmzweigen verehrt. Auf Betreiben der Priester wollen die Dorfbewohner jetzt aber einen richtigen Tempel und ein Götterbild, wie die Hindus. Ein Steinidol haben sie bereits angeschafft. Sie wollen sich anpassen. Ihre Kultur beginnt sich zu verändern. Früher haben wir bloß eine kleine Blätterhütte als Tempel benutzt. Als die Zivilisation größer wurde, haben viele Leute begonnen, große Tempel zu bauen. Sogar Leute, die ärmer waren als wir, waren in der Lage, große Tempel zu bauen. Warum dann nicht wir? Pongal, süßer Reisbrei. Er wird zu Ehren der Göttin zubereitet. Bald will das Dorf für Kanyamal, das wichtigste Fest des Jahres, Adimasam, ausrichten. Doch der Tempelbau stockt. Es fehlt an Geld. Solange der neue Tempel nicht fertig ist, ist es nicht erlaubt, Adimasam zu feiern. Zuerst muss der Bau mit einer speziellen Zeremonie eingeweiht werden. Die Hindu-Priester im Dorf sagen, dass wir der Statue Augen verbinden und sie in einer Prozession durchs Dorf in den Tempel tragen müssen. Erst im Tempel dürfen wir ihr die Augenbinde abnehmen. Wenn sie nämlich die Welt sehen würde, würde sie alles verbrennen. So mächtig ist sie. Darum müssen wir ihr als erstes einen Spiegel zeigen, in dem sie sich selbst sieht, wenn wir die Binde abnehmen. Und die Priester müssen Gebete sprechen, wenn wir ihr die Augenbinde abnehmen, um die Augen der Göttin richtig zu öffnen. Wenn der Einfluss der Hindus in Kolamedu zunimmt, könnte der Glaube an Kanyamal bald der Vergangenheit angehören. Während ihre Großeltern noch Analphabeten waren, lernen Irula-Kinder heute meist lesen und schreiben. Fast alle Kinder kommen heute im Krankenhaus zur Welt. Das war früher anders. Noch vor wenigen Jahren lag alles in den Händen von kräuterkundigen Hebammen. Wie Indrani. Sie hat fast 350 Kinder zur Welt gebracht. Kein einziges Baby, keine einzige Mutter sind unter ihren Händen gestorben. Kanyamal ist eine Mutter. Indrani sieht sich als ihr Werkzeug. Das Vertrauen der Irula-Frauen in Kanyamal ist stark. Sogar die Geburtenkontrolle legen sie in ihre Hände. Wenn wir genug Kinder bekommen haben, rufen wir Kanyamal an. Wenn sie zustimmt, wird das Ehepaar einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang fasten und auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Dann dreht es die Wiege um, als Zeichen, dass es keine Kinder mehr will. Dann werden sie keine Kinder mehr bekommen. Meine Schwägerin und meine Schwester haben es so gemacht und keine Kinder mehr bekommen, nachdem sie schon zwei hatten. Indrani kennt viele wirksame Heilpflanzen für Frauen und Kinder. Es gibt zwei wichtige Kräuter für Schwangerschaft und Geburt und die Babys. Bei Schwangerschaften gibt es ein grünes Blatt, das wir in Rizinusöl kochen. Die Mutter sollte die Blätter und das Öl essen und sie wird eine sehr leichte Geburt haben. Für die Kinder von der Geburt an bis zu 3 Jahren sammeln wir 21 verschiedene Kräuter im Wald. Die zerstoßen wir zu einer feinen Paste. Davon bekommen die Kinder eine sehr gute Verdauung und sind geschützt vor Infektionen.
Bei den Irula ist die Kindersterblichkeit gering. Die Heilmittel aus der Natur finden regelmäßig Anwendung. Sanjeevis kleiner Neffe bekommt von seiner Großtante Rade jede Woche ein spezielles Bad mit Ei und einem Pulver aus besonderen Nüssen. Das hilft gegen Wundliegen und Entzündungen. Bis zum dritten Lebensjahr werden die Kinder regelmäßig gewaschen und bekommen dabei auch die Medizin der Hebamme verabreicht. Wir geben die Medizin immer, wenn wir das Baby baden. Die Menge, die das Kind bekommt, hängt vom Alter ab und ist unterschiedlich. Manchmal waschen wir das ganze Baby mit dem Kopf, manchmal nur den Körper. Das sind die beiden Gelegenheiten, bei denen wir ihnen die Medizin geben. Auch das Kochen ist für Sanjeevis Familie eine religiöse Handlung. Die Töpfe werden geweiht, indem die Frauen sie rot und gelb verzieren. Spezielle Diäten spielen bei den Irula eine große Rolle. Ähnlich wie in der ayurvedischen Medizin unterscheiden sie bei Lebensmitteln solche, die sie als kalt und andere, die sie als heiß einordnen. Jetzt, im heißen August, kurz vor dem großen Fest, isst Sanjeevis Familie viel Tomaten, Zwiebeln und Linsen. Sie gelten als kalt, gut gegen Entzündungen. Fleisch, Gewürze und Mangos sind heiß und werden bei Erkältung und in der Regenzeit gegessen. Das ist eine Gewürzbox und die ist wie eine Apotheke für unsere Familie. Sie gibt Geschmack und hat gleichzeitig medizinischen Nutzen. Der Boxhornklee ist beispielsweise gut gegen Magenbeschwerden. Pfeffer und Kreuzkümmel helfen gegen Erkältungen. Es gibt spezielle Gerichte, die nur für Kranke zubereitet werden. Das ist aufwendig. Aber Zeit spielt in der Kultur der Ureinwohner keine Rolle. Kräuter und Gewürze werden mit Reismehl vermischt und zu kleinen, runden Fladen geformt, den Gesundheitspuffern. Wir nennen das Musa Musa. Es ist sehr gut, wenn die Leute eine Erkältung haben, wenn sie husten müssen. Dann löst es den ganzen Schleim. Und wenn die Babys zu klein sind und die Mütter sie stillen, dann essen sie es und es geht durch die Milch. Die Frauen von Kolamedu haben inzwischen erkannt, dass ihr traditionelles Wissen wertvoll ist. Sanjeevi wurde zur Sprecherin der Dorfbewohnerinnen gewählt. Die Frauen überlegen, wie sie mit ihren Kenntnissen über die Natur Geld verdienen können. Einige möchten Kräuter züchten oder Bienenkörbe aufstellen und Honig gewinnen. Über eines aber sind die Frauen einig. Auf keinen Fall darf ihr Wissen über Heilpflanzen verloren gehen. Viele Jahre untersagte Indiens Regierung den Irula, den Wald zu betreten. Sie zerstörten die Natur, hieß es.
Erst 2006 wurde das Verbot aufgehoben. Die Ureinwohner fühlen sich bis heute tief verbunden mit dem Reich Kaniamals. Sie hat ihnen stets gegeben, was sie zum Leben benötigen. Vom Baum bis zum Grashalm. Alles ist für sie beseelt. Die Ureinwohner nehmen niemals mehr, als sie brauchen, damit sich die Pflanzen wieder erholen können. Jedes Gewächs hat seinen eigenen Namen. Katavarain ist der Dorfälteste und noch im Wald aufgewachsen. Manche Kinder haben das Problem, dass sie nachts Betten essen. Wenn wir ihnen diese Wurzel geben, dann hört das auf. Überhaupt wirkt die Wurzel gegen alle Probleme, die mit dem Urin und der Blase zu tun haben. Der Saft einer anderen Pflanze hilft bei kleinen Hautverletzungen. Evin ist ein geachteter Irula-Heiler. Er glaubt, dass die Natur ebenso helfen kann wie pharmazeutische Mittel. Irula-Medizin ist die reinste Medizin überhaupt. Wir verabreichen die Kräuter, wie sie sind. Andere Medikamente werden mit verschiedenen Sachen vermischt, um es zu einem kommerziellen Produkt zu machen. Aber alles, was wir geben, ist rein. Wir nehmen einfach nur das Blatt als solches. Kaniamal ist ein bunter Papagei, der von Baum zu Baum fliegt, sagen die Irula und besingen ihre Schönheit und die des Waldes. Katavarain erinnert sich noch an vieles, was den Irula-Kindern inzwischen fremd ist. Als wir noch im Wald gelebt haben, hatten wir keine Häuser. Wir haben uns einfach einen Schutz aus den Zweigen gemacht. Später haben wir bei den Leuten im Dorf Arbeit gefunden und die haben uns manchmal Stöcke und Blätter gegeben, damit wir im Hinterhof einen Unterstand bauen konnten. Unter solchen Bedingungen konnten die meisten Irula nicht mehr als 2 Kinder ernähren. Und Kaniamal half, wenn sich ungewollt Nachwuchs ankündigte. Indrani weiß diese Mittel anzuwenden. Wenn eine Frau im 2. oder 3. Monat schwanger ist und das Paar entscheidet, dass sie das Kind doch nicht haben wollen, dann geht der Mann in den Wald und holt diese Pflanze und gibt sie seiner Frau. Dann kommt der Fötus heraus, völlig gefahrlos für die Mutter. Das Wissen über Naturmedizin hat sich von Generation zu Generation überliefert. Doch es wurde nie aufgeschrieben. Der Heiler Evin kennt sich nicht nur mit Kräutern aus, er kann auch Diagnosen stellen. Die junge Frau leidet an Kreislaufproblemen und Schwäche. Evin berät sie, wie sie sich verhalten, was sie essen soll. Außerdem soll sie am Adi-Masam-Fest zur Muttergöttin beten. Dann bekommt sie einen kräftigenden Kräutersud, der das Blut reinigt.
Als ehemalige Jäger und Sammler kennen sich die Irula mit der Behandlung von Schlangenbissen aus. Auch die Bewohner der Hindu-Dörfer rufen sie bei Notfällen. Da gibt es eine kleine, sehr giftige Schlange. Die Leute sagen, dass es für ihren Biss keine Heilung gibt. Aber ich habe eine Medizin. Ich kann dieses Pulver in einer bestimmten Dosis geben. Ich gebe diese Menge alle 10 Minuten. Das entfernt das Gift vollkommen aus dem Körper. Ich habe Medizin für jede Art von Schlangenbiss. Evin hofft, sein Wissen an seine Tochter und seinen Enkel weiterzugeben. Die Wirksamkeit der Irula-Medizin ist erwiesen. Viele Ärzte erkennen sie inzwischen an. Allerdings müssen die Patienten etwas Geduld mitbringen. Ein modernes Antibiotikum schlägt sehr viel schneller an als Evins Kräutermixtur. Einige Tropfen von dem Extrakt einer besonderen Pflanze helfen gegen Mittelohrentzündung. Man muss ihn 3 oder 4 Mal in jedes Ohr tropfen. Dann ist man gesund. In schweren Fällen muss man das ganze Ohr füllen. Man sollte den Kopf eine Weile schief halten. So, schauen Sie. Damit die Medizin einige Zeit drin bleibt. Wenn man sie regelmäßig 3 Tage lang benutzt, ist man gesund. Beim Ausflug in den Wald haben die Männer einen Waran gefangen, dessen Haut zu einer Trommel verarbeitet wird. Sie ist für das große Jahresfest bestimmt. Damit Adimasam nicht ausfällt, haben die Bewohner von Kolamedu eine Lösung gefunden. Weil der Steintempel noch nicht fertig ist, wird man in einem anderen Irula-Dorf feiern. Fünfzig Leute aus Kolamedu haben sich auf einen LKW gezwängt und sich 4 Stunden lang durchschütteln lassen. So lange braucht der Wagen für die 60 Kilometer lange Strecke. Kanyamal liebt Musik und Tanz und so werden auch die Verwandten entsprechend empfangen. In diesem Dorf wird die Göttin Kanyamal noch in einer Blätterhütte verehrt. Heute ist Freitag und das Adimasam-Fest wird das ganze Wochenende lang dauern. In stundenlanger Arbeit flechten die Frauen Girlanden aus Jasminblüten. Ein Brei aus Getreide steht schon auf dem Feuer. Bis zum nächsten Morgen wird niemand schlafen, selbst die Kinder nicht. Vor den Hütten bereitet jede Familie Essen für das Fest vor, das später zum Tempel gebracht wird. Sobald es dunkel wird, beginnen die Erwachsenen ausgelassen zu tanzen, was in der indischen Gesellschaft eher unüblich ist. Ganz besonders für Frauen. Thank you.
Wenn wir etwas auf dem Herzen haben, vergessen wir es, wenn wir auf das Fest kommen. Wir tanzen, wir singen. Wir wünschten uns, dass das niemals aufhört und wir nie nach Hause müssten. Das ist der Trost, den unsere Mutter Kanya mal uns gibt. Früh am nächsten Morgen beginnt die heilige Zeremonie zu Ehren Kanyamals. Vadivel hat ein Stück Kampfer entzündet, ein aromatisches Harz, das zu jedem Ritual gehört. An diesem Tag bitten die Irula Kanyamal um ihr Erscheinen. Aus Zweigen des heiligen Nebenbaums beginnen junge Männer jetzt eine Figur zu formen. Die Äste bilden allerdings nur das Gerüst für das Götteridol. Ihre ganze Schönheit entfaltet Kanyamal durch die bunten Girlanden aus verschiedenen geflochtenen Blüten. Kanyamal hat in der Vorstellung der Irula noch eine Zwillingsschwester, Mariamman. Während die Muttergöttin Menschen heilt, bringt ihr Zwilling dagegen Krankheiten. Zusammen bilden sie eine Einheit. Daher werden auf dem Adimasam-Fest beide angebetet. Viele Girlanden sind weiß, orange und grün. Es sind die Nationalfarben Indiens. Wir sind sehr froh, wenn wir sie mit bunten Blumen schmücken. Sie beschützt unsere Kinder. Wenn sie fertig ist, werden alle Frauen und Kinder um sie tanzen. Ihr könnt sehen, dass viele von uns in Trance geraten. Dai, Dai, komm, komm, ruft der Priester. Er und seine Frau bitten Kanyamal zu erscheinen. Die Göttin ist immer dann anwesend, wenn Menschen in Trance fallen. Aber diesmal passiert nichts. Hat die Göttin die Gläubigen verlassen? Etwas Schlimmeres kann es für Sanjeevi kaum geben. Kanyamal soll nun an einem anderen heiligen Ort angerufen werden. Die Prozession zieht zu einem verlassenen Hindu-Tempel. Man muss die Göttinnen mit aller Kraft einladen. Es gibt ein Sprichwort: Wenn man mit genug Leidenschaft ruft, dann kommt sogar ein Fötus aus dem Mutterleib. Mit so schmeichelnder Stimme muss man die Göttin rufen. Der Priester hat sich einfach noch nicht genug Mühe gegeben, darum ist sie nicht gekommen. Und jetzt geben sie sich richtig Mühe. Sofort fallen die Ersten in Trance. Der Bann ist gebrochen. Kanyamal ist da. Manche Gläubigen werden zu Tigergöttern oder anderen Tiergeistern. Auch Sanjeevi und ihr Vater fallen in Trance. Für die Irula ist die Anwesenheit ihrer Gottheiten jetzt überall spürbar. Ekstatisch werfen sie sich nieder. Für mehr als eine halbe Stunde scheinen die Gläubigen in einer anderen, magischen Welt. Hey!
Ich hatte keine Vorstellung, dass ich diesmal in Trance fallen würde. Ich wollte nur Spaß haben. Ich wollte überhaupt nicht in Trance fallen. Als ich an den Tempel kam, wurde ich davon überrascht, weil am Anfang ja nichts passiert war. Plötzlich bekam ich einen ganz schweren Kopf. Ich konnte die Augen nicht mehr offen halten. Und dann fühlte ich mich, als ob ich fliege. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Es ist Zeit für Sanjeevi und die anderen, ihre Göttinnen zurück in den Dorftempel zu bringen. Dort warten die übrigen Gläubigen. Kaniyamal und ihre Schwester sollen nicht hungern. Ich war nach der Trance nicht mehr müde. Ich war nur noch glücklich. Vorher war ich sehr angespannt wegen des Besuchs in dem anderen Dorf, was wohl alles passieren würde. Nach der Trance war ich vollkommen gelöst. Alle Spannung ist total von mir abgefallen. Ich fühlte mich ganz leicht. Erst als wir wieder im Dorf waren, kam der Stress zurück. Ich habe mir Sorgen gemacht, was die Göttin wohl aus mir gesprochen hat. Der Priester wirft Mehl in die unsichtbare, jenseitige Welt, um es der Göttin als Nahrung anzubieten. Dann ist Kaniyamal dazu eingeladen, das Essen gemeinsam mit den Gläubigen einzunehmen. Da der Getreidebrei jetzt eine geheiligte Speise ist, darf er nicht mit von Menschen gemachten Gegenständen gegessen werden. Wenn es dunkel geworden ist, werden die Göttinnen durch das Dorf getragen. Jedes Haus und jede Familie empfangen ihren Segen. Mit dem nächsten Morgen bricht der letzte Tag des Adimasam-Festes an. Und damit naht der Abschied der Gläubigen von ihren Göttinnen. Doch bis dahin besprengen sich die Irula mit gelbem Wasser, der heiligen Farbe, um den Zwillingsgöttinnen eine Freude zu bereiten. Ein letztes Mal fällt Sanjeevi in Trance. Kaniyamal und ihre Schwester verlassen jetzt den Tempel, geleitet von den Tigergöttern. An einem nahegelegenen See haben die Gläubigen ihr Ziel erreicht. Kaniyamal spricht ein letztes Mal zu ihnen. Und es ist eine Ermahnung. Sie sollen sich mehr um die Alten im Dorf kümmern und weniger streiten. Dann verlässt Kaniyamal das Adimasam-Fest. Ja.
Auch der Tigergott verschwindet wieder. Zurück bleiben die Gläubigen. Erschöpft und glücklich, Kaniyamal begegnet zu sein. Die Göttinnen werden dem See übergeben. Sie kehren heim. Einen Spalt breit stand es offen. Das Tor zur magischen Welt der Irula. Sie ist bedroht. Doch Sanjeevi und ihr Volk werden sie weiterleben. Ihre Liebe zu Kaniyamal.